Herzlich willkommen. Mein Name ist Silvia Hake und in diesem Video möchte ich mit dir über das Thema alte Seelen und alte Kulturen sprechen. Es ist ein Video, was eine gewisse Herausforderung darstellt. Und ich weiß, dass viele von euch, die sich als alte Seelen empfinden, sehr, sehr stark mit alten Kulturen verbunden sind. Und ich würde lügen, ja, wenn ich sage, es geht mir nicht so. Bei mir ist es sehr stark die keltische Kultur, mit der ich mich verbunden fühle, aber auch viele indianische Kulturen finde ich sehr, sehr schön, sehr interessant. Und dennoch ist das ganze, sage ich mal, Spektrum der alten Kulturen viel, viel größer. Ja? Denken wir an Ägypten, denken wir an die Maya-Zivilisation oder die Inkas. Denken wir an Indien, die ganzen großen Bücher, die uralten Religionsbücher, das Mahabharata, ja, oder denken wir an China, diese ganze, ja, Drachengeschichte. Wir gehen später auch noch mal näher darauf ein, dass der Drachen ja nicht nur ein asiatisches Phänomen ist, sondern weltweit verehrt wurde. Und was haben wir noch? Wir haben Ägypten. Genau, also bis hin eben auch zu dieser Frage, was war in Atlantis los? Ja, warum ist das eigentlich untergegangen? Und das Thema heutzutage in der spirituellen Szene ist, dass viele Menschen diese alten Kulturen idealisieren, romantisieren und verklären. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und es soll jetzt nicht abschreckend sein, es soll auch nicht bedeuten, dass es irgendwie dumm ist, sich damit zu beschäftigen, sondern dass wir lernen müssen, wenn wir uns mit Spiritualität befassen, einen differenzierten Blick auf die Dinge einzunehmen. Ja, das heißt, es wird für viele eine große Herausforderung. Es wird aber auch eben für einige, die manche Dinge vielleicht schon kritischer hinterfragt haben, eher eine Bestätigung sein. Und wenn du dich jetzt beim Zuschauen irgendwann ertappst und denkst, oh, das ist aber jetzt blöd, dann atme bitte mal tief durch, weil das kann sein, dass sich gerade eine Konditionierung, eine Reihe von Glaubenssätzen in Frage stelle und darauf reagieren viele nicht sehr angenehm. Ja? Also wir wollen alle diese Konsistenz. Es ist nicht sehr angenehm, wenn Glaubensmodelle zusammenbrechen. Das möchte ich gleich schon mal vorwegnehmen. Wir haben es hier mit einer jahrtausendelangen religiösen, spirituellen Konditionierung zu tun. Es ist für manche Menschen sehr erschreckend, dann hinter diese Glaubenssätze zu kommen oder auch hinter den Wurzeln, die dahinter stehen. Das Gleiche betrifft die sogenannte Frauenszene. Ich bin ja auch Frauenzirkelleiterin von den Women's Wisdom Circle und ich kenne diese Szene recht gut. Vielfach werden dann einfach Traditionen importiert aus anderen Ländern, also ob das indische Götter sind, die angebetet werden, ob man den Mond anbetet oder die Schlangen. Und das sind alles so unreflektierte Adaptionen aus anderen Kulturen, wo man eigentlich noch nicht einmal genau weiß, was wirklich dahinter steckt. Und ich möchte gleich mal zum wesentlichen Kern jetzt kommen, was ich jetzt vor allen Dingen hier ansprechen möchte. Eine grundsätzliche religiöse Prägung, die in ganz vielen, wenn nicht allen Hochkulturen an die Menschen weitergegeben wurde, ist der Gedanke, du musst eine Opfergabe machen, um die Götter zu besänftigen. Du musst eine Opfergabe machen, um das zu bekommen, was du möchtest. Eine gute Ernte, ja, Erfolg, den Krieg gewinnen, was auch immer, oder eine Krankheit besiegen. Das heißt, selbst in katholischen Kirchen findet man irgendwo, ne, Opferschalen. Also heutzutage wirft man Geld rein, früher hat man was anderes geopfert. Ja? Und ich weiß auch aus einer Dokumentation zum Beispiel, nehmen wir mal wieder Südamerika, dass heute noch Schamanen aus Südamerika getrocknete Embryos von Lamas nehmen, die sie dann in die Erde einbuddeln, mit anderen Opfergaben zusammen, wenn sie irgendwie so eine Zeremonie machen. In allen Kulturen, auf allen Kontinenten der Welt gibt es dieses Opferthema. Ja, du musst Opfergaben bringen.
Und ein ganz großes Schattenthema, was vielen nicht klar ist, das sind die Menschenopfer. Auch Tieropfer hat man sehr viel gebracht, wird heute noch in sehr vielen Religionen gemacht. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, was hat das mit heute zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun. Weil solange in uns selber dieses Dogma ist, ich muss etwas opfern, um etwas zu bekommen, sind wir noch immer in diesem Bewusstsein drin. Solange du alte Kulturen nachahmst, alte Rituale zelebrierst, wiederholst, solange du alte Götter anbetest, von denen du gar nichts weißt, klingst du dich in genau diese Energiefelder wieder ein und stärkst diese Bewusstseinsfelder, die durch Angst, Mangel und Unterwerfung geprägt sind. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Drachen. Wie gesagt, Schlangenverehrung überall auf der Welt. Es gibt diesen großen Tempel in Asien, Angkor, eine riesen Schlangenanbetungsanlage. Wir haben das Thema auch in Ägypten. Da gibt es bestimmte Skulpturen, wo dann der Kobrakopf auf den Köpfen der Priester, sogenannten Priester und Priesterinnen zu sehen ist. Wir haben in Südamerika den Quetzalcoatl, diese gefiederte Schlange, die auch dort verehrt wird als Gott, wo es ja massenhaft Menschenopfer gegeben hat, um diesen Gott zu besänftigen, was auch immer, um seine Forderungen zu erfüllen. Auch in China hält sich ja bis heute dieser Drachenmythos ganz, ganz stark. Ja, auf ganz vielen chinesischen Silbermünzen hast du auf der Rückseite den Drachen. Auch hier in Deutschland gibt es Drachenüberlieferungen und das ist sehr, sehr interessant, nur hier ist es etwas anders. Man kennt hier diesen Begriff der Drachentöter. Ja, also auch diese ganze Legende um Siegfried ist ja so interessant, da geht es ja um diesen Drachen, der auf einem Goldschatz sitzt und der von Siegfried besiegt wird. Und die ganzen magischen Dinge, die dann noch hinterher passieren, ich gehe gleich nochmal drauf ein. Auch in vielen Kirchen hier in Europa kennt man auch diese Bilder von Erzengel Michael mit dem Schwert, der den Drachen tötet. Ganz interessant. Das heißt, der Drache ist jetzt nicht mehr diese Gottfigur, sondern eine Figur, die bekämpft wird. Ja? Ein Monster. Und man weiß aus der Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, dass die Drachen auch Opfergaben gefordert haben und dass in der Mythologie heißt es, dass Jungfrauen geopfert wurden. Das heißt, sie wurden aufgefressen. So, interessant. Wie kommen diese Mythen zustande? Warum gab es auf so vielen Kontinenten irgendwann einmal diese Angewohnheit, Menschen oder Tiere den Göttern zu opfern? Das heißt, da musste man ja doch sehr, sehr viel Angst haben vor diesen Wesenheiten. Ja, man kann das natürlich auch als Aberglaube bezeichnen. Ich will das jetzt gar nicht weiter analysieren, aber ich möchte dieses Bewusstsein dahinter hier nochmal ganz klar präsentieren. Das ist schon eine dieser religiösen Konditionierungen, die wir überwinden dürfen. Wir brauchen keine alten Götter anbeten. Wir brauchen aus meiner Sicht keine Opfergaben zu machen. Wir brauchen auch nicht auf die Knie zu gehen und zu betteln und zu opfern und zu bitten und zu flehen, weil dann bist du wie so ein kleines Staubkorn. Ja? Du bist ein Bittsteller gegenüber einer großen Macht, die man vielleicht sogar fürchten muss. Also das ist für mich kein Modell, das für mich irgendwie interessant ist. Deshalb ist das auch, gerade wenn man jetzt die Maya-Kultur nochmal nehmen, die ja auch in der spirituellen Szene extrem populär geworden ist, spätestens 2012, ja, wo man sagte, der Maya-Kalender endet. Es macht für mich irgendwie keinen Sinn, diese Kultur zu verehren. Ich möchte aber auch niemanden jetzt dazu nahe treten, also auch Menschen, die jetzt, sag ich mal, Schamanen, die jetzt heutzutage versuchen, diese alten Traditionen fortzusetzen, die machen natürlich keine Menschenopfer, also ich gehe mal davon aus, sie versuchen, ihr spirituelles Erbe weiterzuführen. Aber genauso wie die Hexenverfolgung hier in Europa, wo sehr viel Blut geflossen ist, sind diese Menschenopfer eben in anderen Kulturen einfach ein Schattenthema, was wir uns anschauen dürfen und wo wir auch die Energien dahinter verstehen dürfen und wo wir endlich bitte aufhören, das alles zu romantisieren und zu verharmlosen. Ja, selbst in England, in der keltischen Kultur, hat man heute
also in der heutigen Zeit auch in dem Wappen der Adelsfamilie in England immer noch einen Drachen. Man spricht auch bei den sogenannten Leylines von den Drachenlinien. Und ich finde es einfach ein bisschen befremdlich mittlerweile, dass viele Leute so in der spirituellen Szene dann auch die Drachen dann so verniedlichen, verharmlosen und da irgendwelche Fantasien da entwickeln, also die für mich einfach total mit der Ursprungsrealität nichts zu tun haben. Und das wird ja auch in sehr vielen Hollywood-Filmen auch total verniedlicht, ja, diese Drachen letztendlich. Gut. Jetzt gehe ich nochmal auf diese keltische Kultur an. Die war ja für mich oder ist für mich auch eine der Kulturen, zu der ich mich hingezogen fühle. Und auch da ist es wichtig, mal zu gucken, Mensch, was hatten die denn eigentlich, ja, für Rituale? Und auch da gibt es Opferrituale, definitiv, wie in allen Kulturen auch. Und viele von euch haben mit Sicherheit auch das Buch Die Nebel von Avalon gelesen. Und diese ganze Artus-Legende ist natürlich hochinteressant, da könnte ich vielleicht noch mal extra Videos dazu machen. Und die Zeugung von Artus findet ja auch statt durch Uther Pendragon, also Uther vom Drachen oder mit dem Drachen aus der Drachenlinie, der dann durch einen Gestaltwandlungszauber diese Königin schwängert, ja, und während sie denkt, das ist ihr Ehemann Gorlois. Wir haben auch so eine ähnliche Geschichte in der Siegfried-Sage, ja, wo auch mit einer Gestaltwandlung eben diese Königin von Island getäuscht wird und statt eben den Siegfried zum Mann zu nehmen, der eigentlich ihr ebenbürtiger Partner wäre, bekommt sie dann einen, der sich mit Hilfe von schwarzer Magie in seine Gestalt wandelt und ja, der Siegfried hilft ihm dann auch immer wieder, diese Göttin, sag ich mal, weil das ist ja schon eine richtige Amazone, ja, diese Göttin zu besiegen. Da gibt es auch einen ganz interessanten Teil, wo es darum geht, diesen sogenannten Keuschheitsgürtel ihr abzunehmen. Da muss Siegfried dann wieder in diese Rolle tauschen und mit Kraft ihr diesen Gürtel nehmen. Das ist ein magischer Gürtel, der sozusagen ihre Gebärmutter schützt, ja, ihr Kraftzentrum, wir könnten es mal symbolisch sehen. Und der es unmöglich macht, dass Männer, die ihrer nicht würdig sind, ja, sich mit ihr vereinen. Also da gibt es überall diese Parallelen, also es ist wirklich hochinteressant. Und eben diese Figur, die wir jetzt die Königin von Island nennen, in der Siegfried-Sage, ist für mich so eine archetypische Amazone. Sie ist einfach noch mit dieser Urkraft ausgestattet wie eine Göttin. Sie ist fast unbezwingbar, auch im Kampf. Sie gehört damit archetypisch gesehen zu den Urgöttinnen, die noch nicht durch die männliche patriarchale Herrschaft unterworfen wurden, eben bis zu diesem Betrug. Das ist auch interessant. Das heißt, ja, sie hat ja dann diesen anderen König geheiratet durch diesen Betrug und wurde dann letztendlich doch unterworfen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt, aber das ist ein interessantes Thema, wie sich diese Mythen und Legenden oftmals wiederholen oder in Variationen erscheinen. Gehen wir nochmal zurück nach England. Ja, Uther Pendragon zeugt eben König Artus, also aus dieser Drachenlinie, der ja dann auch diese alte Religion vertritt. Und ich weiß noch, ich habe auch diesen Film gesehen, Die Nebel von Avalon, fand das auch alles so wahnsinnig traurig. Ja, also weil es ja da auch um diesen Untergang dieser alten Kultur geht. Aber letzten Endes müssen wir uns klar machen, es ist eine Drachenkultur gewesen. Und wie gesagt, die Drachen haben in allen Ländern der Welt Opfer gefordert. Also ob das dann so der Hit ist, weiß ich nicht. Das heißt, wir sind immer wieder darauf aufgefordert, wenn wir eine Wache moderne Spiritualität entwickeln wollen, eine selbstbestimmte, freie Spiritualität, dann ist es wichtig, nicht diese alten Storys einfach zu schlucken oder irgendwelche Götter oder Göttinnen zu verehren oder Schlangen zu verehren oder irgendwelche aufgestiegenen Meister, von denen eh keiner weiß, ob die je existiert haben, sondern es geht darum, diese spirituelle Kraft in uns selber zu finden, ohne dass wir etwas opfern müssen. Ja, das gilt auch für das Christentum. Ja, auch da gibt es gewisse Rituale, die euch unterwerfen, wo ihr euch klein macht. Ja, das als einfachste schon dieses Knien vor dem Altar. Ja,
ja, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es ist wirklich in allen Kulturen, in allen Religionen, man kann letztendlich keine davon ausnehmen. Deshalb ist es gerade für uns, die wir uns wirklich so mit diesen alten Kulturen beschäftigen, die wir nach unseren spirituellen Wurzeln suchen, so extrem wichtig, dass wir das eben nicht romantisieren, ja, sondern dass wir einen wachen Blick haben und dass wir versuchen, eher so zu einer Uressenz von Spiritualität zurückkehren. Und da beobachte ich immer diese zwei Extreme. Entweder dieses sich klein machen, dieses Gebete als Bettelbrief, ja, oder was auch in der spirituellen Szene oft vorkommt, diese Aussage, ja, auch du bist Gott. Ja, also dieser Größenwahn, sich vorzustellen, ja, ich bin jetzt Gott. Und dann versuch doch mal, ja, mit einem Schnipp jetzt hier irgendwie einen Blitz zu erzeugen oder dass der Baum umfällt oder dass jetzt hier eine neue Schmetterlingsart entsteht. Es kann sein, dass wir in höheren Dimensionen vielleicht zu sowas fähig sind, aber das bedeutet noch nicht, dass wir Gott sind. Ja, wir sind, wenn überhaupt, viele kleine Teile von Gott, die sich hier manifestiert haben in viele kleine Facetten, ja, von einem großen, großen Mosaik. Das heißt, wir brauchen dieses Mittelmaß zwischen Unterwerfung einerseits und Größenwahn andererseits, wo wir aber auch noch eine gewisse Wirksamkeit und auch Würde spüren. Ja? Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Und ja, das Gleiche gilt auch, leider muss ich sagen, auch für diese indischen Götter und Göttinnen. Wie wer jetzt so einen Yoga-Pfad geht oder einen Mantra-Pfad, der hat ja dann viele Mantren, wo auch wiederum Götter, Göttinnen angerufen werden. Und dann wird sich ja auch gerne gekniet, ja. Es wird sich niedergeworfen, es werden Blumen geopfert. Also ihr seht, es ist überall das Gleiche. Und wir wissen nicht, wer hinter diesen Göttern, hinter diesen Göttinnen stehen. Da wird zwar viel überliefert, aber letzten Endes sind es Entitäten, von denen wir keine Ahnung haben, ja, wo wir auch nicht wirklich wissen, was da dahinter steckt. Das heißt, wir haben es hiermit zu tun mit Jahrtausenden alten Konditionierungen, die uns beigebracht haben, wir müssen einen Kuhhandel eingehen, ja, also wir müssen was opfern, damit wir was kriegen, wir müssen was opfern, damit wir nicht bestraft werden, oder wir müssen uns beugen, damit wir nicht in die Hölle kommen, ja, Stichwort altes Europa, sage ich jetzt mal. Oder, ja, wir müssen Zeremonien halten und all diese religiösen Dogmen, die uns letztendlich von unserer eigenen Essenz wieder wegführen. Dennoch brauchen wir spirituelle Wurzeln, wir brauchen das Gefühl, irgendwo eingebettet zu sein. Deshalb bringt es auch jetzt nichts zu sagen, ja, wir schmeißen jetzt alles in einen Karton und wir lassen das jetzt sein und Spiritualität ist irgendwie was für Abergläubische. Es geht darum, diese Schleier wegzunehmen und zu gucken, was ist denn die Essenz, ja, von einer Religion? Und das sollte, also nach meiner Meinung, sollte das Liebe sein, ja, und es sollte diese Möglichkeit sein, dass wir uns an unseren Seelenursprung erinnern, ja, wer wir wirklich sind, dass wir unsterbliche Seelen sind, dass wir schöpferische Wesen sind, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Bettelbriefe abzugeben brauchen, sondern dass wir mit unserer Imagination, mit unserem Gefühl, mit unseren Gedanken auch Realität erschaffen. Aber eben in dem Maße, wie es uns möglich ist. Ja, erstmal in unserer eigenen Welt und dann vielleicht in Gruppen. Das kennt man ja auch, wenn Gruppen zusammen meditieren, dass das einen positiven Effekt hat, ja, auf das Kollektiv. Das heißt, es hängt von unserem eigenen Bewusstsein ab. Ja? Bin ich in der Liebe? Bin ich im Frieden? Bin ich in der Dankbarkeit? Bin ich im Vertrauen? Oder bin ich dabei, Panik zu haben? Ja, da kann ich jetzt 1000 Rituale machen, aber ich habe dann trotzdem nicht dieses Vertrauen unter Umständen. Ich oute mich jetzt hier nochmal endgültig als Avalon-Fan. Ja? Das heißt, ich habe eine ganz tiefe Verbindung nach diesem, was man Avalon nennt. Ich habe 2019 auch eine spirituelle Reise nach England gemacht in einer Gruppe und habe versucht, dort ein bisschen anzuknüpfen. Ja? Und ich habe da auch sehr seltsame Dinge erlebt. Und ich werde mal ein extra Video über Avalon machen, über Glastonbury, über die Steinkreise. Auch da Licht und Schatten definitiv. Und ich versuche schon länger sozusagen diese Essenz von Avalon zu finden, ohne in diese
religiösen Dogmen da reinzutappen, die ich hier versucht habe, in diesem Video zu erklären. Und ich werde mal schauen, wann ich Zeit finde, dieses Video zu machen. Und ja, das heißt, jeder von uns, der, sag ich mal, sich als alte Seele empfindet, hat etwas, was ihm heilig ist. Und ich wollte auch hier niemanden dieses Gefühl der Heiligkeit oder dass etwas heilig ist, wegnehmen. Sondern mir geht es, wie gesagt, um eine reife Spiritualität. Und deshalb möchte ich dir nochmal sagen an dieser Stelle, bei diesem sehr speziellen Video, dass es sehr schön und wichtig ist, sich mit alten Kulturen zu beschäftigen und dass wir dennoch immer wieder auch einen kritischen Blick brauchen. Wir brauchen auch keine Einweihungen, wir brauchen keine Götter anbeten, sondern was wichtig ist, dass wir wieder an diese Essenz der eigenen Seele anknüpfen. Und dass wir da, wo wir eben romantisiert haben, uns trauen, mal auch in diese Schattenaspekte zu sehen. Und das gebe ich dir noch so als letzten Gedanken mit. Ich versuche, wie gesagt, immer zu der Essenz von einem Thema zu kommen, sodass diese ganzen Märchengeschichten abfallen, diese ganzen falschen Konditionierungen wegfallen und dass man dann zu einem Essenzkern kommt, der irgendwo noch eine Substanz hat, eine Kraft hat und der in die eigene Kraft führt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe. Ich freue mich auf deine Fragen und Kommentare zu diesem besonderen Video und nehme auch gerne Anregungen für zukünftige Videos in diese Richtung an. Bedanke mich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Liebe.